Alexander von Sobeck ist am Ort. Herr von Sobeck, Sie haben eben das sehr dramatisch geschildert, die Vergewaltigung, die grausamen Szenen, die den Flüchtlingen sozusagen, die sie erleiden müssen. Ist das den Politikern in dieser Dramatik auch klar? Was glauben Sie? Ich glaube, Sie haben es inzwischen verstanden und man kann diese Brutalität, die dort herrscht in diesen Lagern mit den Flüchtlingsbanden, wahrscheinlich mit Worten gar nicht beschreiben. Es fällt schwer, sich wirklich einen Einblick zu machen, weil als Journalist kommt man dort nicht hin. Aber es sind einige Hunderttausend, die an der libyschen Küste warten und die haben bereits einen langen Weg hinter sich aus Westafrika, aus Ghana, aus Nigeria, aus Mali, teilweise durch die Wüste, fast am Verdursten, am Verhungern und ausgebeutet eben von diesen Schlepperbanden. Ich habe vor einiger Zeit auf Sizilien mit Frauen gesprochen, die sind auf dem Weg von Ghana bis an die libysche Küste 8 oder 9 Mal vergewaltigt worden. Also es ist schwer mit Worten zu beschreiben, aber ich glaube, die Politik ist auch hier jetzt aufgewacht und problembewusst. Am Vormittag war das ja das Schwerpunktthema bei dem Gipfeltreffen in Valletta bei Ihnen. Was ist bei herausgekommen? Dringen schon Ergebnisse an die Öffentlichkeit? Naja, der italienische Premierminister Gentiloni hat einen ganz guten Ansatz mitgebracht. Er hat gestern mit dem libyschen Regierungschef ein Memorandum unterschrieben. Da will man jetzt von Seiten der EU bei dem Aufbau der Küstenwache, beim Training der Soldaten, der Mannschaften helfen, dass Libyen und Libyens neue Regierung in der Lage ist, seine eigenen Küsten zu überwachen und zu schützen. Jetzt muss man sich allerdings überlegen, dass es in Libyen immer noch ca. 120, 125 bewaffnete Milizen, verfeindete Clans gibt. Der IS ist dort immer noch sehr stark unterwegs und alle verdienen an dem Flüchtlingsgeschäft mit. Man sagt inzwischen in Italien, mit Flüchtlingen wird inzwischen mehr Geld verdient als mit Prostitution und Drogenhandel zusammen. Also da kann man sich in etwa die Dimension vielleicht vorstellen. Das heißt, es ist ein langer Weg, bis dort europäische Ergebnisse, Hilfestellung tatsächlich Wirkung zeigen werden, weil die wenigsten werden auf die Einkünfte durch die Flüchtlinge verzichten wollen und solange die Lebensgrundlagen der Menschen in ihren Ländern nicht in Ordnung sind, werden sie weiter den gefährlichen Weg über das Mittelmeer suchen. Aber immerhin, die Politik beschäftigt sich mit dem Thema und versucht jetzt Lösungen zu finden. Die Dimension, nur um das mal Ihnen zu sagen, im vergangenen Jahr sind hier über das Mittelmeer, allerdings hauptsächlich Richtung Italien, nicht mehr nach Malta, über 180.000 Menschen gekommen und es sind eine Größenordnung vielleicht 3.500 im Mittelmeer ertrunken. Das ist, Dunkelziffer, sehr hoch wahrscheinlich. Es ist diese Dimension, die einfach auch die europäische Politik vor fast unlösbare Probleme stellt. Es brauchen die Europäer Partner. Direkt südlich von Malta ist Libyen. Das scheint ein wichtiges Brückenland werden zu müssen, um die Flüchtlinge nach Europa auch ein Stück weit zu kontrollieren und einzudämmen oder eventuell auch wieder zurückzuschicken. Ist das denn ein verlässlicher Partner? Nein, absolut nicht. In Libyen herrscht, um es mal vorsichtig zu sagen, in weiten Teilen einfach noch Anarchie. Das sind die Überreste der Hinterlassenschaften von Diktator Gaddafi. Dieses Land hat seine Zivilgesellschaft verloren. Also Libyen ist wie die meisten nordafrikanischen Staaten eben kein verlässlicher Partner. Ausnahme vielleicht Marokko. Wir tun immer so, als ob diese Flüchtlingsgeschichte über Nacht wie eine Tsunami über uns gekommen ist. Ich berichte seit 2004, 2005 darüber. Damals stand die Westroute über Marokko, über Mauretanien im Mittelpunkt. Und dann haben eben die Spanier, weil sie von den anderen Europäern alleine gelassen wurden, einen eigenen Weg mit Marokko gesucht. Daraufhin haben sich die Flüchtlinge neue Wege gesucht über Libyen. Und wenn in Libyen eine ähnliche Regelung gefunden wird, dann werden sie woanders hin ausweichen. Also dieser Flüchtlingsstrom, Sie müssen sich vorstellen, laut einer relativ aktuellen Studie der OECD sind 19 Millionen Menschen allein aus Westafrika auf dem Weg nach Europa. Die werden kommen, so oder so, sie werden alles probieren, um zu kommen. Und 19 Millionen, das sind alle bundesdeutschen Großstädte zusammen. Eine Dimension, die eigentlich nur Lösungen auf dem afrikanischen Kontinent zulässt und dafür fehlen im Moment noch jede Ansätze. Ich glaube, die Zahlen machen die Größe der Problematik klar. Welche weiteren wichtigen Probleme werden in Valletta besprochen? Also diese Agenda, die die Staats- und Regierungschefs hier
für heute sich vorgenommen haben, die würde eine Woche oder 14 Tage füllen. Da geht es um das Verhältnis Europa zu Amerika, jetzt mit der neuen Administration Trump. Da ist ja auch nicht alles zum Besten bestellt. Dann wird man über den Brexit reden, die Folgen, wenn die Briten nun tatsächlich den Antrag nach Artikel 50 stellen und die EU verlassen werden. Dann hat man natürlich auch immer noch Probleme mit der Schuldenkrise. Das ist etwas, was völlig an den Rand gedrängt ist. Also wenn Sie heute Flüchtlinge abarbeiten können, über den Brexit reden und Ihr Verhältnis zu Trump und vielleicht auch noch zu Putin sortieren können, weil da sind ja auch unglaubliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Zentral- und Westeuropäern auf der einen Seite und Osteuropäern auf der anderen Seite, dann ist das schon eine ganze Menge für den heutigen Tag. Ich glaube, es war Jean-Claude Juncker, der sagt, es brennt an allen Ecken. Danke, Alexander von Sobeck, für diese Meinungen und Einschätzungen aus Valletta auf Malta.